Gib mir ein Shiny. Du weißt genau, ich werde schwach, wenn das Pokémon-Ding macht. Gib mir ein Shiny. Na, gib mir ein Shiny. Jojojo, Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Go-Video hier auf diesem Channel. Und ja, Leute, heute ist der 2020 Community Day, wie es auch immer heißt, auf jeden Fall. Heute spawnen alle Pokémons, die es dieses Jahr in den ganzen Events gab. Die Events finde ich immer mega geil. Und was ich auch geil finde von Niantic ist, dass die uns hier erstmal einen Shiny Samuzel gönnen. Nee. Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber was wir hier noch haben, ist eine Feldforschung. Und aus dieser Feldforschung hier bekommen wir vielleicht auch irgendwas Gutes. Erstmal 2000 Sternstaub. Dann gibt es hier einen Einalstein. 5000 XP und das geheimnisvolle Pokémon ist dieses Mal ein Flampion. Ist es aus der 6. Generation? Kann sein, habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen. Hat auf jeden Fall einen sehr coolen Namen und sieht auch ganz lustig aus. 1, 2 und 3. Sehr nice, haben wir gefangen. Damit würde ich sagen, wir gehen jetzt in die Stadt. Wünsche mir Glück, ein Like gleich, ein Shiny, was ich finde. Damit würde ich mich wie immer bei Lagablo freuen. Ich wollte mich gerade verabschieden, na moin, das war so Gewohnheit. Also Leute, jetzt let's go mit dem Video. Da ist das erste Shiny ein Nebulak. Ich glaube, das haben wir schon. Das Einzige, was mir fehlt, ist ein Hornilu. Aber damals habe ich halt nicht gespielt, weil ganz ehrlich, Hornilu habe ich bis heute nicht verstanden. Aber gut, fangen wir hier mal das Viech. Großartiger Wurf. 1, 2 und 3. Das läuft doch wie am Schnürchen, Leute. Das nächste Shiny, ein gutes Samurzel. Da kann ich mich auch nicht dran erinnern, aber wäre gut, wenn wir es haben. Und sehr nice, haben wir auch gefangen. Oh nee! Ich sollte mich ja nicht beschweren, aber schon wieder ein Shiny, leider aber wieder ein Samurzel. Hier geht ein 7 Kilometer auf und wir bekommen ein wunderschönes Aola-Pokémon, was heißt Klingplim. Wusste ich's doch, Leute. Abracadabra, wir haben ein Shiny, leider kein Abra, sondern ein Flinfer oder so ähnlich. Da weiß ich auch nicht, ob ich das schon gefangen habe. Also ich glaube, ich habe gefühlt kein Pokémon gefangen in Shiny. Das haben wir jetzt aber auch. Ein geheimnisvolles Pokémon erscheint und dieses ist ein Traslau. Abracadabra, wenigstens irgendwas Schönes in Gelb. Wir haben nämlich ein Shiny Abra jetzt gefunden. Dortmund scheißt gerade nämlich ein bisschen gegen Stuttgart rein und wenn ich ganz ehrlich bin, sogar ein bisschen verdient. Keine Ahnung, was da gerade los ist, aber widmen wir uns erstmal hier diesem Shiny Abra, was wir jetzt hier easy mit einem Hyperball fangen. 1, 2 und... Neuer Tag, neues Glück, der Community Day ist wieder zurück mit einem Shiny Carbador. Ich habe mich vertan, ich meinte, das Carbador hier ist leider kein Shiny, dafür aber das Carbador, was wir gleich hoffentlich fangen werden. Heute spawnt nämlich wieder die andere Hälfte der Pokémons und ich würde sagen, wir gehen in die Stadt. Let's go. Und da geht es auch schon sofort los, Freunde. Das erste Shiny Carbador haben wir auch schon gefunden, fangen wir natürlich... Gerade noch ein Shiny Glumanda gefangen und jetzt habe ich hier eine Quest mit Scannen. Das habe ich noch nie gemacht. Aber jetzt können wir das mal machen. Tap to scan. Und jetzt bin ich hier in meiner realen Umgebung. Und jetzt muss ich zum Pokéstop, oder wie? So, hier sind wir jetzt angekommen. Das habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Die Sanierung des Stadtwaldeingangs wurde 2011 ermöglicht mit Spenden. Bla bla bla. Begegnung wurde nicht erkannt. Bewege dich weiter langsam um den Pokéstop herum. Scan fehlgeschlagen. Was? Ich laufe hier mal rum, oder wie? Was ist denn der Punkt hier unten? Ich glaube, das ist doch, dass ich hier ein Foto machen kann, oder wie? Wir laufen weiter. Hilfe, okay, es hat schon irgendwie so ein Viertel jetzt geschafft. Ach du Scheiße, wie dumm ist das denn? Will das jetzt gerade wirklich erkennen, ob ich jetzt hier bin, wo ich bin, oder wie? Was ist denn das für eine Scheiße? 50% haben wir geschafft. Die Leute denken auch, ich bin dumm, oder? So, wir gehen mal weiter runter. Vielleicht erkennst du das dann auch besser. Wir haben es fast geschafft. Noch 10%, Leute. La, 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 la. So, und jetzt. Jetzt hochladen. Uploadgröße 0 Megabyte. Du bist gerade dabei. Jetzt hochladen. Jawohl.
vielen Dank für deine Hilfe. Und was passiert jetzt hier, Leute? Was habe ich getan? Und jetzt? Nichts, hä? A few moments later. Ich habe jetzt die Belohnung bekommen, Leute, aber jetzt habe ich wieder die gleiche Quest. Wir stehen wieder hier in diesem doofen Schild und wollen das jetzt hier wieder scannen. Aber das Handy will irgendwie nicht scannen. So, jetzt genau. Jetzt machen wir das gleiche wieder. Also das Feature ist ja schon cool, aber irgendwie ist es auch ein bisschen schwer, wie ich finde. Was mache ich hier für eine Scheiße? Das scannt ja gar nichts. Kein Bock mehr, Leute. Heute wieder verwirrt um ein Schild rumlaufen. Gar kein Bock. Heute wieder Video beenden. Gar kein Bock. Heute wieder Like da lassen. Gar kein Bock. Ciao.